ich bin es tatsächlich. Ich weiß noch nicht so richtig, wohin damit. Im Moment bin ich immer so ein bisschen zurück. Ich bin sehr eitel. Ich habe eigentlich einen Friseur in München gehabt. Und ich bin immer nur beim Friseur dann gewesen, wenn ich auch in München war. Und der ist ja irgendwie untergetaucht. Also hatte ich keine Wahl, außer selber zu schneiden oder so oder wachsen zu lassen. Und so weit ist es schon gekommen. Ja, es war wirklich, hatte ich das Gefühl, der einzige Friseur, bei dem ich danach nicht aussah, wie irgendwie 12, normal sehe ich aus, vielleicht 15. Jetzt, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall vielleicht wie 18 oder so. Und, 17! Danke. Irgendwann ist man auch in einem Alter, wo man sich wieder drüber freut. So Forever 20 oder so, das ist auch nichts. Die Gitarre ist schon nicht kaputt, ne? Ich habe einen Journalist geschrieben, trotz Stromausfall oder so. Häuser blieb tapfer. Das ist gut. Das ist, was die Leute sagen. Auch wenn ich heute gehen möchte, könnte ich mich wirklich nicht beklagen. Was ich alles schon erleben durfte, wenn ich an all die Menschen denke, die so viel fröhliche Leben ließen, dann ist meines ein Geschenk. Ich hab furchtbar Angst vor dem Tod. Ich hoffe, ich bin noch nicht allein. Auch wenn das Leben manchmal traurig ist, bin ich froh dabei zu sein. Oh, 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 oh. 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 Ich hab zwar noch kein Vermögen, doch ein paar Leute. Bis auf der Welt was Besseres gibt. Zwischen allem Sturm und Regen ging ich auch viel im Sonnenschein. Auch wenn die Angst vom Sterben wehtut, bin ich froh dabei zu sein. Oh, oh, oh. Wenn ich irgendwann mal gehen muss, dann halte bitte meine Hand. Ich will wirklich nicht alleine sein, wenn die Reise losgeht in dieses unbekannte Land. Ich bin in Flüsse gesprungen, egal wo wir fahren, so viel gesehen von der Welt in den Gang.